Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Und heute geht es mal wieder um die Firma MyBricks. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ding mal Da haben wir das neue Set von MyBricks. Es sind drei angekündigt worden. Eins ist bisher noch verfügbar. Die anderen seht ihr auf der Homepage von MyBricks. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da kann man so Umrisse erkennen, was da kommt. Ich weiß schon, was da kommt. Ich kann es aber noch nicht verraten. Ist auf jeden Fall cool. Aber das hier ist definitiv mein Favorit von den dreien. Und ich bin super glücklich, dass die beiden Jungs von MyBricks mich wieder ausgewählt haben, dass ich das hier zeigen darf. Es ist ein DRL-Wagen, ein Street Scooter. So, jetzt habe ich es. Und ja, ist wieder ab 6 Jahre, hat die Setnummer 0003 und 369 Teile für 34, 95 oder 99. Ich muss jetzt gerade lügen. Ich verlinke euch das Set auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn ihr das direkt bei MyBricks kauft, ist es kein Affiliate-Link von mir. Könnt ihr einfach so kaufen, da habe ich nichts von. Kauft ihr es über Amazon, da verlinke ich es euch auch. Ist es ein Affiliate-Link von mir, dann helft ihr MyBricks und mir. Wenn ihr aber MyBricks mehr helfen wollt, kauft es direkt bei MyBricks, weil dann zahlen sie keine mega Gebühren an Amazon. So, das wäre für MyBricks eine gute Unterstützung. Also wenn ihr es kauft, geht direkt über den ihre Seite und dann ja, seid ihr da auf jeden Fall von der Unterstützung her wahrscheinlich besser unterwegs. Kooperation mit Deutsche Post DHL. Es sind bedruckte Steine, sehr, sehr cool. Wir haben ein E-Scooter, also ein E-Scooter hört sich auch cool an. Ein E-Auto ist ein Elektrofahrzeug und wir haben hier diese solarbetriebene Packstation. Ich finde es irgendwie ein knuffiges Set für jede Lego-Stadt, wenn man das irgendwie ergänzen will oder sagen wir mal Klemmbaustein-Stadt, dann ist das eine coole Ergänzung, um da eine Packstation einzubauen. Ich meine, die stehen, wenn man. Egal durch welche Kleinstadt man mittlerweile fährt, überall an jeder Ecke steht so eine Packstation. Und deswegen finde ich das wirklich eine coole Idee, so ein Set rauszubringen. Es ist, finde ich, es ist ein Minifigurenmaßstab und es ist ein richtiges Kinderset. Es ist für Kinder gedacht, die damit spielen wollen. Und ich finde es auch genial, wenn man mal irgendwie einen Bekannten bei DHL Deutsche Post hat oder irgendwie und möchte denen eine kleine Freude machen, was Cooles schenken, ist so ein Set doch auch nicht schlecht. Es sei denn, er hasst seinen Job. Dann ist es vielleicht das falsche Geschenk, aber ich finde es ein cooles Teil. So, wir schauen einmal hinten drauf. Da sehen wir das Auto von hinten. Hier nochmal die Packstation. Das Logo von MyBricks. Und jo, ich würde sagen, wir öffnen die Verpackung und schauen rein. Und da haben wir eine Menge gelb-schwarze Steine. War irgendwie zu erwarten. Wir haben Bauschritttüten. Anscheinend, wenn ich das richtig sehe, zwei Bauschritte. Ist aber bei der Menge auch, denke ich mal, überschaubar. Und dann haben wir eine Bauanleitung und die gucken wir uns jetzt an und jetzt fallen mir wahrscheinlich 20 Aufkleber entgegen und ich sage, es ist alles bedruckt. Nein, es muss alles bedruckt sein, da gehe ich stark von aus. Und ich sehe auch hier keine Aufkleber. Die Bauanleitung ist wirklich schön gemacht, wie ich finde. Sehr übersichtlich, sehr, sehr klar gedruckt, sehr detailliert. Gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob das beim Bahnhof genauso war. Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr richtig entsinnen kann. Und vor allem, was ich als halbblinder alter Mann richtig genial finde, guckt euch mal die Größe der Bilder an. Das ist ein großes Teil und ja, ein ganzes Bild auf einer Seite. Das lobe ich mir. Vielen Dank, MyBricks, dass ihr an mich gedacht habt, dass ich nicht sehen kann. Das ist wirklich toll. Ja, hinten Teileliste. Da seht ihr schon, sind sogar die Teile abgeblendet, genau, abgebildet mit den Bedruckungen drauf. Und ich habe jetzt total Bock, das zu bauen. Ich starte. Und werde zwischendurch vielleicht mal was zeigen. Baut sich das jetzt allerdings flüssig von der Hand, ohne dass da irgendwas doof ist, dann werde ich es natürlich, dann werde ich es nicht zeigen. Wenn irgendwas doof ist, werde ich es natürlich zeigen. Ich hoffe aber, es ist wie beim Bahnhof, dass da keine großen Probleme sind. Und ja, auf geht's. Kurzer Nachtrag im Logbuch hier noch. Und zwar ist Bauschritt 1 das Auto, Bauschritt 2 die Packstation. Finde ich auch sehr gut. Also wenn man jetzt zum Beispiel das einem Kind schenkt oder zwei Kindern, sagen wir so, dann können die sich das teilen und können sich drum schlagen, wer das Auto bauen möchte. Bevor ich anfange zu bauen, wollte ich einmal kurz das hier zeigen, weil ich es einfach mega cool finde. Also das Set ist mit 34,95, 99 jetzt ja nicht sonderlich günstig für die Teileanzahl. Es ist auch nicht mega teuer, aber es ist auch nicht sonderlich günstig. Aber
Man muss hier auch dazu sagen, es ist auch ein Lizenzprodukt mit der Deutschen Post. Ich weiß nicht, ob die sehr viel Lizenz nehmen oder ob die froh sind, wenn überhaupt jemand mit denen zusammenarbeitet. Aber es ist natürlich cool. Guckt euch die bedruckten Steine an. Ich finde es mega. Auch hier diese 2x4 Fliese mit dem DHL-Logo drauf, dem Posthorn. Das ist schon echt cool. Hier steht auch noch drauf, dieses Fahrzeug fährt mit Elektroantrieb. Das ist schon echt genial, oder? Das sind alle die bedruckten Steine, die ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob da noch ein, zwei mehr sind. Ich gucke hier gerade mal, aber nee, das scheint wirklich alles zu sein. Aber das ist schon eine Menge. Also muss man da ganz klar sagen, bekommt Lego nicht hin. Und dass es dann natürlich ein bisschen mehr kostet, sehen wir ja schon an Kobi, die Preise ordentlich angezogen haben, seit alles bedruckt wird. Und ich finde das hier wirklich nice. Ich meine, es ist eine deutsche Firma. Wir haben bedruckte Steine, dann auch noch eine Lizenz mit der Post. Ich finde es genial. Ist wirklich ein tolles Set. Ich hoffe, es baut sich gut. Ich hoffe, es hält gut. Wenn das auch noch der Fall ist, dann gibt es von mir 1 Million Daumen nach oben. Aber die bedruckten Steine hier, die haben schon mal wirklich, ich sag mal, 500.000 Daumen nach oben verdient. So, war natürlich klar, ich habe nicht alle bedruckten Steine gefunden. Hier ist noch so eine Fliese bedruckt mit diesem, halt dieses Fahrzeug fährt mit Elektroantrieb. Dann natürlich noch ein weiteres Kennzeichen für hinten. Das habe ich euch auch nicht gezeigt. Und sogar dieser kleine 1x2 Käseecken-Slope hier hat vorne so einen kleinen bedruckten schwarzen Punkt drauf. Also es sind wirklich ein Batzen bedruckte Steine. Ich weiß nicht, ob es alle waren, aber wenn da jetzt noch welche auftauchen, zeige ich sie euch. Ich denke mal, bei der Paketstation werden auf jeden Fall noch bedruckte Steine kommen. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich meine, das ist nur das Auto, was da am bedruckte Steine bei ist. Das ist ein Knaller, was wir da jetzt alles bedruckt haben. So, Auto ist fertig, hat sich super gut bauen lassen. Qualität der Steine ist wirklich toll. Hier haben wir nochmal bedruckte Steine für die Packstation. Die baue ich jetzt und dann sehen wir uns am Review-Tisch wieder, weil die Steine haben eine gute Qualität. Ich kann mich da nicht beklagen. Passt alles wunderbar, funktioniert. Und ja, wir sehen uns gleich am Review-Tisch wieder. So, da haben wir das fertige Set. Und was soll ich sagen? Mir gefällt es persönlich wirklich gut. Und auch wenn einige wieder meinen, das sage ich, weil es mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Nein, ich finde es wirklich gut. Ich finde die Idee super cool. Ich finde cool, was da alles dran bedruckt ist. Ich fand es gut zu bauen und die Steinequalität ist auch wirklich gut. Ich kann mich da absolut in keiner Weise beklagen. Das Set ist durch und durch wirklich gut gemacht. Das Auto, nee, ich würde sagen, wir fangen mit der Packstation an. Nehmen wir die Packstation zuerst, da haben wir sie. Auch da seht ihr, bedruckte Steine. Dann haben wir dieses coole Vordach, damit das ein bisschen regengeschützt ist. Die Solarpaneele, die könnt ihr ein bisschen hin und her schwenken. Und von hinten sieht das Ganze so aus, mit riesigen Fliesen hinten überbaut. Wirklich schön gemacht, alles schön gefliest. Und hier drin, wenn man es aufmacht, habe ich dann schon die Pakete reingepackt. Da hat man so kleine Steine bei, die man einfach mit einer Fliese zum Paket macht. Ups, jetzt habe ich die Kamera weggehauen. Dann haben wir hier ein Paket drin und dann können da die Minifiguren im Prinzip ihre Pakete abholen. Ich versuche es gerade aufzukriegen. Da habe ich dann eins in Magenta drin und war hier auch noch eins drin. Genau, da ist auch noch mal ein kleines drin in Dark Red. Wirklich nice gemacht. Ich finde es wirklich schön, auch von der Größe her. Ups. Auch von der Größe her sieht das wirklich gut aus. Da kann man echt... Upsa, ich habe heute irgendwie zwei linke Hände. So, da haben wir dann, zeige ich euch auch kurz mal die Pakete, wie die gebaut sind. Wenn sie schon mal rausfliegen, dann kann ich sie euch auch einmal zeigen. Ja, das sind die Pakete. Ich packe sie jetzt nicht alle wieder rein, ich nehme sie einfach zur Seite. Und dann haben wir diese coole kleine Station. Ich mache sie mal hier hinten ins Bild und dann fangen wir mit dem Auto an, weil das ist wirklich der einzige Schwachpunkt, ich zeige ihn euch zuerst, ist dieses an zwei Noppen hängende Nummernschild, Beleuchtung, die geht immer gerne ab, wenn man damit spielt. Das ist vielleicht, ja, wenn man die Chance hat, nehmt noch einen Stein und kontert da irgendwie was gegen. Wenn ihr hier irgendwie einen gelben nochmal hintermacht, dann drückt man es vielleicht nicht ganz so leicht raus. Ein 1x2 Stein drunter wird natürlich die Optik ein bisschen ändern. Nehmt ein 1x1 und haut ihn da drunter, dann kann man es nicht ganz so leicht schräg raushauen. Ihr seht, das wackelt sehr, sehr schnell weg. Das ist der einzige Schwachpunkt an dem Auto. Der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Ich zeige euch erstmal, was alles bedruckt ist. Ihr seht es schon. Die Tür, dann diese Schwenktür, die wir hier haben. Da das große Panel.
Hinten drauf haben wir zwei Fliesen, ein Nummernschild. Auf der anderen Seite haben wir Bedruckung. Hier an der Tür auch nochmal Bedruckung. Vorne Nummernschild, hier der Punkt vorne drauf. Also da ist wirklich einiges an Drucke an diesem Auto. Ihr könnt hinten die Klappe öffnen. Da haben wir diesen kleinen Hebel hier. Und dann kann man das hochmachen. Dann könnt ihr da reingucken und dann könnt ihr hier auch schon den Inhalt rausholen. Ich habe den letzten so reingeschoben und nicht so, weil das sitzt sehr eng. Ihr müsst jetzt hier diese Tür öffnen, was auch wirklich witzig gemacht ist. Es ist so eine Tür mit eigentlich ein Klappfenster, diese Klappfenster, die man normal bei den Lego-Fenstern hat. Und dann könnt ihr hier mit dem Finger rein und könnt den letzten Kasten rausschieben. Wenn man das wieder rüberschiebt, hakt das so genau darüber, so ein bisschen über diese Lücke durch diese Nupsis hier oben ein, dass es nicht hin und her schwankt. Also das ist wirklich richtig gut gelöst. Da kann man nicht meckern. Finde ich richtig gut gemacht. Hinten alles durchgefliest, damit ihr die Kisten da problemlos reinschieben könnt. Und in den Kisten haben wir dann auch wieder ein paar kleine Pakete reingemacht, die man dann halt, man könnte sie rausnehmen. Ich lasse sie da drin. Sind befüllte Kisten. Wirklich schön gemacht. Stopft ihr dann hier im Prinzip mit den Kisten rein, einmal zack durchschieben und den hier schiebe ich wieder so davor, dann sitzt er lockerer drin und dann reißt man die Tür ab. Das ist natürlich, wenn man es nicht mit Gefühl macht, jetzt habe ich sie falsch angebaut. So, Tür wieder vorsichtig schließen und dann ist das Auto wieder bereit. Hier vorne haben wir Türen, die können wir öffnen. Wenn man die Spiegel hier vorne ein bisschen nach vorne macht, kann man die Tür sogar richtig weit öffnen. Das könnt ihr auf beiden Seiten machen. Finde ich auch schön gelöst. Und ihr könnt natürlich das Dach abnehmen und könnt da eine Minifigur reinsetzen. Das testen wir mal kurz, weil es vielleicht mit dem Arm hier Probleme geben könnte. So, da habe ich hier wieder meine Allrounder-Testfigur. Ich mache gleich den Arm mal ein bisschen nach oben. Oh, nicht zu doll mittig drauf drücken, dann gibt das hier ein bisschen nach, habe ich gerade gemerkt. Aber das mit dem Arm funktioniert eigentlich wunderbar. Zwei Figuren nebeneinander wird allerdings ein Problem. Ja, und passt sogar mit Kopfhörern in das Auto. Also da kann man wirklich nicht meckern. Wir öffnen mal die Tür. Ihr seht, ich habe ihn nicht mal richtig auf die Noppe gedrückt. Das bedeutet, er hat mehr als genug Platz mit einer Mütze auf. Was soll man dazu sagen? Das funktioniert doch wirklich gut. Innen drin hat er halt, Armaturenbrett, hätte man vielleicht auch noch was bedrucken können. Ist jetzt nicht gemacht worden. Ein Schalthebel und ein Lenkrad. Ist aber völlig okay. Muss ja nicht alles bedruckt sein. Von außen macht es eh mehr Sinn als die Sachen von innen, die man kaum sieht. Ich bin wirklich angetan von dem Fahrzeug. Das sieht wirklich schön aus. Wie gesagt, Schwachpunkt, das Ding hier, ich habe es gerade schon wieder in der Hand gehabt. Ansonsten wirklich gut, aber das könnt ihr lösen. Kontert da sonst was schwarz gegen, dann fällt das auch nicht so auf. Ich denke mal, das ist zu lösen, ohne dass es abgeht. Da könnte man was hintermachen. Jo, das Auto rollt auch gut. Kann man wirklich schön mit spielen, schön mit fahren. Und dann kann er hier vor die Station fahren und kann Pakete einladen oder was auch immer. Zum Spielen absolut ein cooles Set. Ich kann es nur empfehlen. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr bei Amazon oder bei MyBricks direkt kaufen. Ist euch überlassen, wenn ihr daran Interesse habt. Es kommen demnächst noch zwei neue Sets. Ich hoffe, ich kann sie euch auch vorstellen. Würde ich mich natürlich freuen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und vor allem, was ihr dazu sagt mit dieser Kooperation hier mit DHL und Deutsche Post. Das würde mich mal interessieren, wie ihr sowas findet. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es ein gelungenes Set. Vielen, vielen Dank an MyBricks, dass ich das zeigen durfte. Freut mich wirklich sehr. Und dann hoffe ich, dass das Set ein Erfolg wird, weil ich finde es gelungen. Und warum sollte man sowas nicht für Kinder kaufen zum Spielen, wenn da richtig mal Post draufsteht? Ist ja besser als so ein, ich sag mal, normales Standard-Lego-Set, wo man zwar ein Postauto vielleicht hat. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Lego ein Postauto gibt. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und dann nichts groß drauf hat. Hier hat man wenigstens dann richtig zum Nachspielen Postauto, wie die Kinder das kennen von der vor der Haustür. Also bei mir fährt sogar dieses Auto stellenweise manchmal. Das ist, glaube ich, genau das Auto, was bei uns manchmal kommt.
Und deswegen finde ich das wirklich cool und ich habe mich sehr über das Set gefreut. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und gerne ein Abo, wer es noch nicht getan hat, würde mich natürlich freuen. Guckt auch gerne mal bei meiner Toystube vorbei, da habe ich gerade meine ganze Masterverse-Sammlung gezeigt, die ich jetzt schon zusammengetragen habe vom Masters of the Universe, die Actionfiguren, wenn ihr an sowas Interesse habt. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als die Noppensteinstube sagt. Tschüss.